Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, wir müssen gegen den Steinbeißer kämpfen. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und ich bin echt gespannt, ob wir den hier packen. Scheint jetzt Art Bossfight zu sein. Und ich habe Angst. Pff. Gut, aber egal, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich habe mir hier schon ein bisschen umgeschaut. Hier sind ein Haufen so komische Dinge, was wir zerstören können. Vielleicht können wir dann... Das geht schon mal nicht. Okay, lass uns mal runtergehen hier. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Mach dich bereit, Junge! Achtung! Feuer! Der macht übelst Schaden. Du hast einen Schuss abgeschlagen. Das können wir gegen ihn verwenden. Okay, die Mechanik haben wir verstanden. Probieren wir es doch gleich nochmal. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Soll ich einen Heilungsstein finden? Boah! Boah, ich hab's geschafft! Glaub es. Du bist stärker als du denkst. Danke, Vater. Ist das der Ring des Heils? Oh, jetzt haben wir den Ring gefunden. Episch. Grüner Ring. Zwergen in Schrift. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn nicht. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Ah, feuersicher Schutz ist selten. Zauber erhöht resistent gegen Brandschaden. Okay. Zorn des Eistreuz, ein schneller, kreisförmiger Schockwellenangriff, der Gegner verlangsamt und zurückschleudert. Helmsberührung. Machen wir das hier.
Okay. Okay, kommen wir jetzt hier wieder raus? Da kommen wir raus. Ob es hier noch irgendwas gibt? Schmeiß runter die Kette. Was steht da? Ja, Vater. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Igimsteini, wenn diese eine Nachricht von Andvari ist, was bedeutet sie? Geht es um den Ring, den wir in seiner Hand gefunden haben? Fragen wir Brock. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Da ist auch noch was. Da hinten war noch was. Den würden wir schon noch mitnehmen. Hacksilber. Und dann auch rüber? Glaube ich eher nicht. Okay. So, hoch da. Dann schauen wir uns doch. Oh Gott, das ist ja schwer, wie viel. Konzentrier dich. Warum zerstörst du seinen Schutz nicht?
Das war knapp. Ein Schlag noch, dann wäre ich down gewesen. Dieses Kistchen. Gucken wir, dass wir jetzt bald mal rauskommen hier. Ah, hier ist der Anfang, okay. Genau, Shortcut ist offen. Somit können wir zurück eigentlich. So, wir mal ganz kurz 5 Sekunden weg, Leute. So, da sind wir wieder. So, okay. Dann schauen wir doch mal hin, was er zu sagen hat. Was habt ihr gefunden? Dein Ring. Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mionifruxi. Selten Axtknauf, sehr geringe Bonus. Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Oh, der ist gut, aber Glück ist weniger. Okay. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zahm. Ich will es gar nicht so genau wissen. Okay, Leute, jetzt würde ich aber sagen, wir haben doch hier eine Schatzkarte da gefunden und gehen doch mal zu dem Riesen dort hinten zurück. Sah nämlich so aus, als wenn es da was geben würde. Da wollte ich schon gerne nochmal hingucken. Also rein vom Bild her. Vielleicht kann ich es euch nochmal schnell zeigen. Wo waren das? Ziele? Nee. Kodex. Ja. Drakur. Ah ne, das sind die. Wo war denn das? War das bei Ziele? Ne, Karte war das auch nicht. Fähigkeiten, Rüstung. Kann ich das dann nochmal nachschauen? Feuerschalen. Und das waren die Schreine. Jetzt haben sie ein bisschen Glück gemacht. War das auch nicht? Wo war denn das? Das sind die normalen Gegner halt.
Ah, da ist es. Okay. Bei Schatzkarten. Tot und aufgebläht. Der Troll ist tot. Meine Sippe gerecht, aber der Kampf war anstrengend. Mein kleiner Besitz ist bei seiner Leiche vergraben. Irgendwie sah den Strand zu der Sonne über dem Tempel aufgeht. Okay, da wollen wir jetzt hingehen. Und zwar, den habe ich glaube ich schon gesehen. Schauen wir uns jetzt doch mal an. Und danach würde ich sagen, machen wir auch schon mit der Hauptstory weiter. Komm, Junge. So, dort hinten war nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder zurück und dann gehen wir nochmal zu dem Strand. Wenn die Gegner nicht respawned sind jetzt. Welche Geschichte wolltest du erzählen? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? So, dann schauen wir doch mal. Das müsste doch der hier sein. Rein von der Karte. Ah, und jetzt gibt's hier auch was. Verderbenstein, legendär. Stein, der nach Energie hungert und sie beim Kontakt absorbiert, begehrt und gehortet von Zwergen. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Lebensentzugseffekten. Gefunden in Schatzkarten verstecken. 8000. Boah. Okay. Gehen wir mit. Das haben wir schon erledigt. Gut, dann würde ich sagen, ab weiter geht's mit der Hauptstory. Ich sehe Beute da oben. Ja, ich nicht. Ich will jetzt hier weitergehen. Aber es ist cool, dass man hier so ein bisschen nebenbei was machen kann. Sehr, sehr nice. Es war jetzt nicht eine riesen Open World, aber wenigstens ein bisschen was. Und da ist auch die Weltenschlange. Oh, ist die riesig. Heftig. Okay, das kann er noch lesen. So, dann gehen wir doch mal da rein. Habt Storytime, Leute. Wow. Okay, was geht los hier? Ich wollte noch wegspringen. Nicht schlecht, oder? Du musst noch viel lernen. Oh, ich aber auch noch. Ich glaube, was ist das? Gift. Oh. What the fuck? Okay, da kommen wir nicht so gut durch. Ich weiß nicht, wenn wir hier weitergehen, ob das dann... Probieren wir. Ah.
Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Doch schon wieder 25 Minuten fast. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.